Hallo, herzlich willkommen bei der Standseilbahn Dresden. Ja, ihr habt sie schon einfahren sehen. Das ist das kleine niedliche Bahnhofsgebäude. Und wenn ihr Lust habt, fahren wir jetzt einfach mal gemeinsam runter. Die Standseilbahn hier auf dem Weißen Hirsch wurde, als das Ganze hier zunahm und die Leute auch mal irgendwo hin wollten, 1890 angefangen zu planen. Und wer das Ganze hier nicht kennt, das ist ein wunderschönes Villenviertel. Sehr zu empfehlen hier der Luisenhof, ein wunderschönes Restaurant. Und wie gesagt, die Leute hier wollten auch mal problemlos an die Elbe runter. Und ja, da hat man sich gedacht, ach, so eine Standseilbahn ist doch gar nicht schlecht. Und nach nur 4 Jahren Plan und Bauzeit war das Ganze eröffnet.
damit herzlich willkommen am unteren Ende der Standseilbahn. Ja, das ist doch immer wieder eine sehr schöne Fahrt. Und wenn man dann hier rauskommt, ist man nicht nur fast genau unten an der Elbe. Wer noch nicht genug hat von euch, kann hier einmal links um die Kurve gehen. Hier über die Straße und da auf der anderen Seite, da kann man weiterfahren. Das war's aber erstmal für heute von mir. Danke fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen und hören uns bald wieder. Tschüss!